So, und da bin ich wieder. Und dann geht es auch direkt weiter mit dem winzigen Bob. Nette Bude. Ob ich Hinweise finde, wo der Superanzug steckt? Hoffentlich zertrete ich Danny nicht versehentlich. Okay, ich sehe da schon einen Danny. Und das da sieht schwer nach dem Bild aus. Okay, meine Vermutung, ne, dass es da irgendwie ein Riesenset gibt mit sowas da, ist wohl nicht gegeben. Na gut, aber man sieht trotzdem, wie das Bild entstanden ist. Ne? Das Figürchen da rein und passt. Was haben wir denn hier Schönes? Da. Ach, guck mal einer an. Danny mit seinem Kumpel vor der Schauspielschule. Der sieht auch schwer nach dem Prinz aus, oder? Zwei Freunde beim Paintball. Solange aus Spaß nicht ernst wird. Da ist wieder Prinz. Bollywood lässt grüßen. Die Wortkreuzung müsste eigentlich Mollywood lauten. Die indische Filmmetropole wurde offiziell umbenannt von Bombay in Mumbai. Okay. Eine Einladung zu einer Party im Rakshi Verlag. Sie findet morgen Abend statt. Super Party im Rakshi Verlag. Ah ja. Und guck mal da. Danny? Eine stinknormale Actionfigur. Ob sie trotzdem mehr bedeutet als ein Spielzeug? Okay, davon sollen wir also 15 Stück finden. Alles klar, das kriegen wir hin. Moment, wollte ich dazu nicht etwas abchecken? Was wolltest du denn abchecken? Was wolltest du denn abchecken? Zwei Freunde beim Paintball. Solange aus Spaß nicht ernst wird. Bollywood lässt grüßen. Die Wortkreuzung müsste eigentlich Mollywood lauten. Die indische Filmmetropole wurde offiziell umbenannt von Bombay in Mumbai. Raghav Shirodkar. Raghav Shirodkar. Rakshi Verlag. Der Verlagsname auf der Einladung setzt sich offensichtlich aus den Anfängen von Vor- und Nachname des Verlegers zusammen. Arena. Okay, habe ich jetzt das abgecheckt? Ich habe es abgecheckt. Okay. Dann gucken wir mal in die alte Küche. Waage passt nicht recht zu Dannys schnellen Mahlzeiten. Hat er vielleicht aus optischen Gründen da. Außerdem fehlt die Waagschale. Oder die Gewichte, je nachdem, wie das Ding aufgebaut ist. Aber normal ist da noch eine Schale und da kommen die Gewichte drauf. Ich wette, da waren passende Gewichte drin. Ja, gehe ich auch von aus. Trockenfutter für Mensch und Tier. Ja, ist ja nicht falsch, die Aussage. Müsli und Katzenfutter, alles klar. Okay, die hätte ich im Leben nicht gesehen, diese Actionfigur. 8 Gewichte müssen wir finden. Da ist noch eins, glaube ich. Ja. Nein, das war eine Actionfigur. LOL! Trockenfutter für Mensch und Tier. Ja, da ist noch eine Figur. Da ist nochmal Trockenfutter. Tasten. In den Schränken ist anscheinend nichts. Alles klar. Dann gucken wir mal. Danny scheint eine Katze namens Catastrophe zu besitzen. Ich hoffe, die Katastrophe besteht nicht darin, dass sie ihn gefressen hat. Wer nennt eine Katze Catastrophe? Dieses Schälchen scheint mir hier fehl am Platz. Ja, das ist das Schälchen, was zu den Gewichten da gehört.
Rein können wir anscheinend nicht. Da ist noch ein Gewicht. Das da könnte das auch eins sein. Das Plätschern haben wir doch gehört, als Dennis Botschaft lief. Nicht schlecht. Ich habe die Arena gewonnen. Ne? So viel dazu, dass es immer Bots sind. Ah, gehen wir mal ins Telefon. Bob, fast hätte ich es vergessen. Zu dem Superanzug gehören solche Epauletten. Eine ist verloren gegangen. Nur eine? Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt welche in dem Video gesehen zu haben. Papa ist das im Nachhinein auch aufgefallen. Keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Ich schicke dir ein Foto davon. Ich helfe meinem Vater noch ein bisschen beim Aufräumen. Treffen wir uns danach in der Zentrale? Das hängt davon ab, was sich hier im Loft ergibt. Und ob unser Rockerchef samt Feuerstuhl auf Mrs. Jonas trifft. So Rockerchef samt Feuerstuhl. Peter, du hast so eine Epaulette deinem Dad gegeben. Hä? Somit fehlt automatisch nur noch eine. Und es erklärt, wenn du die sowieso von irgendwo bekommen hast, dass keiner auf dem Video war. Was hat er da jetzt notiert? Anzug. Dennis Heldenoutfit ist weiterhin verschwunden. Ob man es an dem verbliebenen Epaulette erkennt? Mhm. Mhm. Wo verstecken sich Stubentiger gern? Zum Glück habe ich ein Hilfsmittel, um meinen Blick schweifen zu lassen. Ich soll mit dem Handy gleich die Katze suchen? Ernsthaft? Waage, sie ist sehr alt. Ich halte nach Zubehör Ausschau. Okay. Telefon, diese stummen Zeugen bringt man leicht zum Reden. Nur wenn ein Anrufbeantworter dran ist. Danny, wo steckt der bloß? Ich betrachte besser alles, was heldenhaft und verkleinert wirkt. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Gewicht. Da ist noch eine Figur, da ist noch eine Figur. Ich habe eben noch eine gesehen. Da unten ist noch eine Figur. Der Tisch sieht so lecker aus. Es ist so, da ist noch ein Gewicht. Was ist das da? Nichts. Mit dem Kissen? Nein. Ach, da ist das Telefon. Ach, da. Danny, hier ist Henry Shaw. Ich werde aus deiner Nachricht nicht schlau. Bitte melde dich, dringend. Ach, da ist ein Anruf. Ah, die Figur ist ein Anrufbeantworter und da sind drei Nachrichten drauf. Ach so. Danny, hier Mason. Alles okay? Hast du schon wieder ein neues Handy, dass ich dich nicht erreiche? Lass uns nicht hängen. Danny? Taylor, alle Welt sucht nach dir. Auch wenn du Masons erste Wahl bist, solltest du es dir mit ihm verderben, bist du weg vom Fenster. Ich mein's nur gut. Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss beim Umzug mitgenommen. Seine Handys hat er öfter gewechselt. Okay. Das dürfte es dann hier, glaube ich, gewesen sein. Da ist noch eine Figur. Was ist das? Nicht auf den Tisch. Da ist noch eine Figur. Nicht auf den Tisch. Vier Gewichte und sechs Figuren noch. Wow. Kann man da hinten rein? Die Eingangstür ist zugesperrt. Und sehr massiv. Kann man da zum Bett? Vielleicht versteckt sich die Katze unterm Bett. Das machen Katzen zumindest gerne. Da ist noch ein Gewicht. Da ist noch eine Figur. Mietz, Mietz, Mietz. Na, wo steckst du denn? Mietz, Mietz, Mietz. Na, wo steckst du denn? Mietz, Mietz, Mietz. Na, wo steckst du denn? Warum kann ich das Licht ein- und ausschalten? Man weiß es nicht. Ach, das ist gar nicht Licht, das sind die Rollen. Ah, okay.
Ich mache einfach mal ein Foto unterm Bett. Ein Wollknäuel, okay, aber keine Katze. Was da leuchtet, ist der Dimmer vom Deckenfluter. Okay, was hat er jetzt notiert? Beleuchtung. Wie ich es drehe und wende, die Dunkelheit verdient es, ins rechte Licht gesetzt zu werden. Was? Machen wir nochmal aus. Und jetzt? Das Kabel scheint sich am Bettgestell verhakt zu haben. Auch wenn ich mich langlege, an den Dimmer komme ich nicht heran. Und weil Licht an? Das Kabel scheint bleibt sich das am gleich. Okay. Ja, okay. Da ist noch ein Gewicht. Da auch. Was ist das da? Okay, nix. Trockenfutter. Ich wette, da waren passende Gewichte drin. So, das wäre schon mal erledigt. Aber wo? Kann ich hier auch was machen? Nein. 5 Figuren und... ein Gewicht. Ja gut, ein Gewicht, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber 5 Figuren kann man da rauskommen. Hätte Danny mir geöffnet, wäre mir der Weg über die Feuerleiter erspart geblieben. Wenigstens bin ich mir sicher, im richtigen Loft zu sein. Ein gelber Käfer. Da fällt mir ein Peter, wo ist dein Auto? Du bist der Käfer? Moment, bin ich mit Bob unterwegs? Ne, ich bin mit Peter unterwegs, ne? Bob hat einen Käfer. Peter hat einen MG, glaube ich. Viele Lofts sind noch nicht vermietet oder werden gerade bezogen. Gut, wenn man dann genügend Stauraum hat. Ja. Ich hoffe, ich stehe mit meinem Käfer keinem Umzug im Weg. Okay, ich bin vielleicht doch mit Bob unterwegs. Alles klar. Ein Gewicht. Wenn es hier eine Katze gäbe, hätte ich sie schon gehört. Ich suche das Gewicht. Ein Gewicht. Kann ich jetzt hinterm Kissen gucken? Nein. Vier Figuren, ein Gewicht. Da ist noch eine Figur. Was ist das da? Ein Becher? Wahrscheinlich. Alter. Das da? Nein. Da ist noch eine Figur. Manchmal denke ich, die waren gar nicht da und kommen, nachdem man rausgeht und wieder rein, dann erst dahin. Habe ich so manchmal den Eindruck, dass da könnte auch ein Gewicht sein. Nein, ist es nicht. Ja. Das Kabel scheint sich am Bettgestell verhakt zu haben. Auch wenn ich mich langlege, an den Dimmer komme ich nicht heran. Zieh doch am Kabel. Einfach was fester. Heb das Bett ein bisschen an und zieh am Kabel. Das geht. Das Kabel scheint sich am Bettgestell verhakt zu haben. Auch wenn ich mich langlege, an den Dimmer. Ja. Okay.
Das Telefon ist doch eine Figur. Danny hat wohl seinen Festnetzanschluss beim Umzug mitgenommen. Ist okay. Ja. Seine... Nicht wieder dahin. Kann ich noch irgendwo anders hin? Nein. Okay. Ja. Ein Foto vom Ganzen machen. Nein. Mal da nochmal gucken. Es hätte mich nämlich jetzt nicht gewundert, auch wenn es total unlogisch wäre, wenn hier auf dem Foto irgendwo ein Gewicht ist. Zwei Freunde beim Paintball. Solange aus Spaß nicht ernst wird. Okay. Wenn es hier eine Katze gäbe... Ja, ist hätte... gut. Zwei Figuren, ein Gewicht. Die Eingangstür ist zugesperrt. Die Eingangstür ist... Da in der Tasse. Trockenfutter für Mensch und Tier. Da in der Tasse. Nein. Da zwischen den Tassen? Nein. Boah, da haben wir es wieder, ne? Also wieder ewig nach irgendwas suchen. Da habe ich gerade schon ein paar Mal drauf geklickt. Das lassen wir sein. Nein. Kann ich meinen Lappen aus der Küche holen und das hier wegwischen? Das ist ja ekelhaft. Einmal, wenn ich von dem Ganzen ein Foto mache und das mal den anderen schicke, dann tut sich nichts. Wenn es hier eine Katze gäbe, wenn es hier eine Katze gäbe, hätte ich sie schon gehört. Was kann ich denn hier machen? Das Kabel scheint sich am Bettgestell verhakt zu haben. Auch wenn ich mich langlege, an den Dimmer komme ich nicht heran. Das Kabel scheint sich... Es hat doch noch irgendwas auf sich. Oh. So. Das Licht, das durch die Lamellen fällt, ist sehr schwach. Wie ich es drehe und wende, die Dunkelheit verdient es, ins rechte Licht gesetzt zu werden. Dennis Heldenoutfit ist weiterhin verschwunden. Ob man es an der verbliebenen Epaulette erkennt? Psst.
betrachte alles besser, was heldenhaft und verkleinert wirkt. Also hier drunter war ja noch mehr zu sehen. Es hat irgendwas hier das mit... Das Kabel scheint sich am... Das hiermit zu tun. Das Kabel scheint sich am Bettgestell verhakt zu haben. Womit könnte ich denn das Bett mal anheben? Oder den Dimmer unterm Bett rausfummeln. Ach, jetzt bin ich voller Wollmäuse. Geht. Ja, egal. So, und jetzt? Guck an. Ach, guck an. Und jetzt nochmal ein Foto? Nein. Oder vom Bett? So? Nein. Fluoreszierende Gestirne. Oh, himmlisch. Ergibt das ein bestimmtes Sternbild? Ich habe keine Ahnung von Sternbildern, aber ich behaupte mal nein. Gehört der dazu? Was? Gehört der dazu? Gehört der dazu? Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ach du Ups. Scheiße. Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Wow. Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Hä? Ups. Ach so. Gehört der dazu? Ups. Gehört der? Gehört der dazu? Alter. Ups. Gehört Fuck. Der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Gehört. Gehört der. Gehört der dazu? Ups. Gehört der dazu? Ups. Genau wie im Lehrbuch für Sternkundler. Die Waage. Im Mikrokosmos der Nation bin ich zu Diensten als Spion. Bewahre die Geheimgeschäfte im Gleichgewicht der Superkräfte. Na, Alter, kommst du drauf? Nein. Danny hat wohl kaum zu mir gesprochen, eher zu dem, der die Aufnahme gemacht hat. Es klang nach einer Aufforderung, ein Rätsel zu lösen. Ja, und erinnert mich sehr stark an, wie war das? Welche Geschichte war das? Mit dem Oktopus? Nee, mit dem Helm da, mit dem...
Ich weiß nicht mehr. Das andere 3H-Fragezeichen-Spiel, was wir gemacht haben. Geisterwelt. Rätsel aus der Geisterwelt. So, dann hätten wir das. Komm, machen wir hier wieder an. Geht nicht. Okay, dann nicht. Ich bin's, Bob. Peter meinte, wir sollten uns später in der Zentrale treffen. Ich weiß allerdings nicht, wo ich meine Maschine unterbringen soll. Du könntest sie neben den Schuppen stellen, bis wir ihn repariert haben. Oder so lange um die Ecke vom Schrottplatz parken. Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du Danny begegnet? Ja und nein. Ich habe eine Art Hologramm von ihm entdeckt, in dem er den Anzug anhatte. Als nächstes werde ich einem Hinweis folgen, bei dem es um eine Waage geht. Klingt nach Gewichtsproblemen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Bis später, Bob. Klingt nach Gewichtsproblemen, weil... Ja, Pete, Justus, geh nicht immer von deinen eigenen Problemen aus, nur wenn du Waage hörst. Ja. Gute Nacht, kleiner Rolli. Okay, Danny dann tun wir mal. Vom Gleichgewicht der Superkräfte. Da macht sich meine Sammelwut bezahlt. Auf der einen Seite habe ich nun alle Superhelden, die ich gefunden habe. Auf die andere Seite gehört die richtige Auswahl an Gewichten, um die Waage in Balance zu bringen. Okay. Da habe ich mir jetzt schon gedacht, dass da jetzt ein Minispiel kommt. Die Frage ist wie... Okay, so nicht. Na also, Gleichstand. Es hat Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Wo hat es jetzt Klick gemacht? Es hat Klick gemacht. Wenn es hier eine Katze gäbe, hätte ich sie schon gehört. Ja, ja. Wo hat was Klick gemacht? Die Eingangstür ist zugesperrt und sehr massiv. Bollywood lässt grüßen. Ja, 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 komm. Trockenfutter für Mensch und Tier. Das ist kein toter Briefkasten, das ist eine ganze Paketstation. Was? Ja, nur ein Poster. Vom Tiny-Mite-Anzug selbst fehlt jede Spur. Ach, bis auf ein Schulterstück. Sieht genauso aus wie auf dem Foto von Peter. Damit hätten wir das. Und der Rest? Immerhin habe ich bewiesen, dass dieser Danny den Anzug definitiv hier hatte. Aber wo sind beide hin? Ja, wo sind beide hin? Man weiß es nicht. Ich glaube, da ist gerade Prince vorgefahren. Für einen Moment dachte ich, Justus rollt an. Aber das Gefährt ist nicht so cool wie seines. Ja, und hört sich auch nicht so an. Aber na gut. Da draußen tut sich was. Viele Lofts sind noch nicht vermietet, oder? Irgendwas ist da draußen passiert. Die Eingangstür ist zugesperrt. Und sehr massiv. Wenn es hier eine Katze gäbe... Ich kann aber nicht raus. Ich kann nicht raus. Viele Lofts sind noch nicht vermietet. Komm, ist gut. Katze, vermutlich glänzt das Tier durch Abwesenheit, sonst hätte es doch einen Laut von sich gegeben. Muss nicht sein. Telefon, manche Anrufe können durch einem dem Schweiß auf die Stirn treiben.
Manche Anrufe können einen dem Schweiß auf die Stirn treiben. Zogen. Gut, wenn man dann genügend Stauraum hat. Für einen Moment dachte ich... Na, du schon wieder, Erster. Sag bloß, du drückst dich vor der Begegnung mit deiner Tante. Ich bin noch unterwegs. In einer Raststätte. Vor lauter Magenknurren konnte ich mir für Tante Mathilda keine passende Strategie einfallen lassen. Dann hör mal, großer Denker. Ich habe in Bezug auf Dennys Umfeld Hinweise auf einen Darsteller namens Raghav Shirodka. Darsteller? Du meinst Herausgeber, oder? Das wohl auch. Jedenfalls... Entschuldige, Just, hier klingelt gerade ein Telefon. Ich rufe zurück. Ich rufe zurück. Ich gehe mal eben an das fremde Telefon. Hier ist die Assistentin von Danny Coleridge. Was kann ich ausrichten? Wer ist denn da, bitte? Hey, was soll denn das? Weg mit dem Tuch! Oh. Wer sind Sie überhaupt? Noch bevor Bob mehr von seinem Gegner erkennt als nur eine schattenhafte Gestalt, schwinden ihm die Sinne. Als Bob nach geraumer Zeit wieder zu sich kommt, bleibt sein Blick länger verschwommen, als ihm lieb ist. Ach, so eine fiese Attacke aus dem Hinterhalt. Mist. Ach, ich habe auch noch meine Kontaktlinsen verloren. Yay! Für weitere Erkundungen sollte ich erst meine Sehkraft wiederherstellen. Wo bin ich? Wo ist meine zweite Linse? Da. Das grelle Licht tut mir in den Augen weh. Eine Mausefalle. Okay, das sieht jetzt noch ekliger aus, als der Tisch sowieso von oben schon aussah, ne? Es ist nass, lauwarm und riecht nach Kaffee. Das ist noch lauwarm, das wage ich aber dann zu zweifeln. Das da ist doch ein Teller. Wenn Dennys Frühstück da oben ist und ich hier unten bin, dann... Bedeutet das ja, ich bin ein Winzling. Aha. Das kann doch unmöglich... Ist das Dennys Katze? Okay. Ist das das Wollknäuel, das unter dem Bett lag? Wie kommt es hierher? Also, das klingt nicht wirklich nach einer Katze. Wofür? Was? Die größte Kaugummi-Bowlingkugel der Welt. Aha. Wieso sollte es in einer Wohnung mit Katze eine Mausefalle geben? Weil nicht jede Katze Mäuse fängt? Einer Mausefalle nähert man sich nicht ungestraft. Ich gebe zu, das tut weh, wenn man da reingreift, aber man hätte es ruhig tun können. Also so schlimm ist es nun auch nicht. Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Aber auch das kann wehtun. Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Aber auch das kann wehtun. Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Ja, komm, Gummi. Ist gut, ist, ja. Ich kann irgendwie, warte. Flucht, am besten schnurstracks in die Höhe. Ich könnte ein paar Hilfsmittel gebrauchen. Überfall. Ich kann nicht glauben, geschrumpft zu sein. Andererseits ist alles um mich herum verdammt groß.
Okay, cool bleiben. Was gibt es zu entdecken? Katze, unsichtbar und doch allgegenwärtig. Mich schaudert es. Erst wenn ich außer Reichweite bin, kann ich meine Lage in Ruhe überdenken. Am besten ist schnurstracks in die Höhe. Ich könnte ein paar Hilfsmittel gebrauchen. Hau, ruck. Hau, ruck. Hau, ruck. Was? Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Eine Attrappe aus. Ja. Was wollt ihr von mir? Ich habe jetzt von dem Wollknäuel ein Stück abgerissen. Ich muss hoch. Ich brauche eine Hilfsmittel. Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Aber auch das kann wehtun. Wenn ich wirklich so klein bin, ich spann das Ding wieder auf, ziehe es da raus, stell mich auf das Ding da hinten drauf, schmeiß dann was auf den Käse, dass das ausgelöst wird und werde hochgeschleudert. Nein? Wäre ein geiler Stunt, aber... Fuck. Was? Kein Empfang. Ja, kein Empfang. Ich habe nur dieses Bild und dieses Bild und dieses Bild. Anscheinend. Und mein Instinkt sagt mir, weiter oben wäre ich in Anbetracht einer Riesenkatze besser aufgehoben. Und habe jetzt anscheinend getriggert, was mich weiterbringt. Ja. Mein Instinkt. Eine Attrappe. Eine Attrappe aus Kunststoff und Gummi. Aber auch das kann wehtun. Okay. Wirklich eine Katze? Zeit, wieder das Hirn einzuschalten. Hey, du da! Ich brauche deine Hilfe! Hat da jemand nach mir gerufen? Das ist gerade ein bisschen sehr strange, würde ich mal sagen. Auch wenn ich noch groggy bin, ziellos umhertappen, scheint mir wenig Sinn zu machen. Ich bleibe lieber hier oben. Wie sagt Mom immer, zu viel Süßes ist ungesund. Dabei ist Kaffee auch nicht gerade bekömmlich. Kaffee ist lecker. Ich kann in der Ferne nichts ausmachen. Steht da jemand? Nein, das ist das Telefon. Wie sagt Mom immer, zu viel Süßes ist ungesund. Dabei ist Kaffee auch nicht gerade bekömmlich. Ich bleibe lieber hier oben. Danny, ich meine, ihn gehört zu haben. Ziehe ihn als Leidensgenossen näher in Betracht. Auch wenn ich noch groggy bin, ziellos umhertappen, scheint mir wenig Sinn zu machen. Was soll das? Ich
Ich bleibe lieber hier oben. Ja, ja, ich will gar nicht runter. Ich will wissen, was ich jetzt tun soll. Auch wenn ich noch groggy bin. Wie sagt Mom immer? Ich kann in der Ferne nichts ausmachen. Steht da jemand? Danny in seinem Anzug. Er scheint auf mich zu warten. Sind wir beide Opfer finsterer Machenschaften? Zumindest habe ich jetzt ein Ziel. Okay, ich will also jetzt darüber. Wie sagt Mom immer, oh, hier geblieben. Das ist ja wahnsinnig rutschig. Ich bleibe lieber hier oben. Au, ruck! Okay. Ich bin gespannt, wie das hier erklärt wird, weil das ist ja, ja. Wie komme ich an denen vorbei? Statt einer ruhigen Kugel schiebe ich Würfel. Was? Sokoban? Aber... Ach so. Das gute alte Sokoban. Kann ich in das Wasser reinlaufen? Also in den Kaffee? Ja, kann ich. Okay, ja dann. La la la. Davor muss ich 7 Stück machen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Okay, den einfach nur darüber. Okay, ich habe verkackt. Ja, gibt's mehrere Möglichkeiten, aber es ist in Ordnung. Das machen wir so. Und das machen wir so. Blödem. Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, glaube ich. Nee, nicht unbedingt. So, dichter runter. Was? Ach, ich dachte, ich könnte es durchschieben.
Ja, gut, ist aber dann trocken. Ich hab die blöde Taste berührt. Ja, okay. Na gut. Passiert. Noch einen. Und zack. So, und das, ach du Scheiße. Sieht übrigens gerade nicht unbedingt nach Zuckerwürfel aus, was ich hier rumschiebe, aber naja, gut. So, einen noch. Ne, zwei noch, verdammt. Ja. Wenn ich dich da drauf schiebe, darf ich dich nicht wieder wegschieben. Also machen wir es erstmal so. Zack. Ach du Scheiße. Ja, okay. Nicht okay. Ja, doch, könnte noch klappen. Jetzt hätte ich beinahe, ne? Beinahe hätte ich ihn verschoben. Du. So. Okay, und du jetzt? Ja, du bist natürlich eine gewisse Herausforderung, das war klar. Behaupte mal, mit dir kann ich nichts falsch machen. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass man da nicht irgendwo anfängt, sich was zu verbauen.
Jo, geht. Und Bingo. Ob ich einfach durchs Wasser warten kann? Das kommt drauf an, wie klein du bist und wie tief dieses Wasser ist. Vielleicht kann ich mit einem Floß übersetzen. Mit einem Floß? Schwimmen? Ach, die Strömung ist unberechenbar. Schwimmen? Okay, es ist, ja, es sieht nicht unbedingt nach einer übelsten Strömung aus, aber na gut. Wie das Knusperhäuschen bei Hänsel und Gretel. Nur ohne Knusper. 12 Bretter. Was willst du dir für ein Floß bauen, alter Falter? Alles Fassade. Man kann nicht hinein. Alles Fassade. Man kann nicht hinein. Okay, 7 Bretter habe ich. Wenigstens bin ich hier nicht diesem grellen Licht ausgesetzt. Oh, wie schön. 8, 9. Ist da eins von locker? Nö, natürlich nicht. 10. Ja, klar, dass das nicht so ohne weiteres klappt, ne? Das ist ja logisch. Was? Ach so, zum Zusammenbauen. Ja, okay. Wo sind jetzt noch 2 Bretter? Hier, ich trete... Alles Fassade. Ich trete die aus... Ich trete die aus dem... Dingen raus. Man kann nicht hinein. Man kann nicht hinein. Alles. Da ist noch eins. Hier, der Stiel. Ach, das Schild. Ja. Da hätte ich auch ein Stück Zaun rausbrechen können, oder? Wenn ich schon das Schild da abreißen kann. Das, ja, kann ich auch zurück. Ach so, da. Und drauf. Ich taufe dich auf den Namen Elizabeth. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nach all der Mühe. Andererseits, mit meiner Freundin Elizabeth ist es auch auseinandergegangen. Okay, wir spielen Frogger. Bob, der Wasserläufer. Okay. Ja, alles klar. Bob, der Wasserläufer. Darf ich da auch drauf? Da darf ich auch drauf. Ach so. Das hätte mir auch jemand sagen können. Da will ich gar nicht ausprobieren, ob ich da drauf darf. Du, fahren wir mal ein bisschen weiter nach links und zack, und zack. Was kommt als nächstes? Weitsprung?
Was? Eine Patrone bringt es hier nicht. Nö, da liegen ja auch genug rum, komm. 7. Da komme ich nicht dran. Okay. Klar, bin ich jetzt zu schwach für. Los. 7. Wie soll ich da hinüber? Aber heißt es nicht, wenn man in einem Traum stirbt, wacht man auf. Was? Worauf war jetzt der Hinweis? Ach so, darüber auf den anderen Tisch. Ach so. Meine Förderanlage ist bereit. Jetzt muss ich alles richtig auf die Reihe kriegen. Wofür auch immer ich das jetzt gebaut habe. Ach so. Okay. Eine wackelige Angelegenheit. Ich habe nur einen Versuch. Ich schaffe es. Lauf, Bob, lauf! Das kann doch alles nur ein böser Traum sein. Da bist du ja. Ich bin Danny. Mich hat der Anzug verkleinert, aber... Wie bist du geschrumpft? Hä? Wo steckt der denn? Da oben. Da. Ein Zollstock. Ich könnte mich messen, aber wahre Größe kommt sowieso von innen. Ja, ja, klar. Ein Zollstock. Ich könnte... Ohne Lineal ist der Rückweg abgeschnitten. Ich habe einen Zollstock. Ich brauche kein Lineal. Ohne Lineal ist der Rückweg abgeschnitten. Ist okay. Komm rauf! Leichter gesagt als getan. Wieso? Können Sie auch einfach hier... Natürlich nicht. Au! Ruck! Was? Anstatt hier jetzt von Heft zu Heft zu gehen, will er hier mit dem Zollstock irgendwas machen? Mühsam erklimmt Bob den Weg zu Danny Coleridge, der ihm für das letzte Stück die Hand reicht. Plötzlich, von einem seltsamen Geruch benebelt, lässt Bob zu, dass ihm Superspion Tiny Mite das Handy abnimmt und ein Foto macht. Dann schwinden dem Detektiv erneut die Sinne. Da Bob nicht zu erreichen ist, machen sich Justus und Peter Sorgen, was es wohl mit dem Foto auf sich hat, das von Bobs Handy gesendet wurde. Sie treffen sich zu einem Krisengespräch auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Sag die Wahrheit. Also, das Kapitel war jetzt extrem skurril. Irgendwie, ich bin gespannt, wie das erklärt wird. Das ist ja irgendwie sehr surreal. Okay. Aber, ne? Wie immer, kurze Pause und danach sagt die Wahrheit.